Die Toten sind geborgen. Jetzt sammeln die Helfer die Wrackteile zusammen und die persönlichen Gegenstände der Opfer. Über dem Unglücksort der German Wings in den südfranzösischen Alpen hängt die quälende Frage: Warum durfte der Co-Pilot Andreas Lupitz fliegen, obwohl Lufthansa von seinen Depressionen wusste? In einer E-Mail hatte er 2009 die Lufthansa über seine Erkrankung informiert und seine Ausbildung unterbrochen. Dazu vom Lufthansa-Chef heute kein Wort, als er den Unglücksort besuchte. We're just very, very sorry. Wir sind sehr bestürzt darüber, dass ein solch schrecklicher Unfall bei Lufthansa passieren konnte, wo wir doch so viel Wert auf Sicherheit legen. Wir bedauern die Opfer. Das macht uns sprachlos. And there's just no words to express this. Why did it take you so long to publish the email? Die Journalisten regten sich auf. Sie wollten nicht nur tröstende Worte hören, sondern eine Antwort haben auf die Frage, warum der German Wings Co-Pilot fliegen durfte. Er wird verdächtigt, die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht zu haben. Wie jetzt bekannt wurde, ließ Lufthansa Andreas Lupitz nach seiner Auszeit eingehend untersuchen. Er musste den Einstellungstest nachholen. Auch wurde seine geistige Gesundheit überprüft. Er wurde verpflichtet, sich regelmäßig medizinisch untersuchen zu lassen, öfter als seine Kollegen. Doch genau dieser Vermerk soll in seinem Tauglichkeitszeugnis gefehlt haben. Eine Antwort wäre für alle hier, vor allem aber für die Angehörigen der Opfer, wichtig, um das Geschehene besser verarbeiten zu können.